Hi und herzlich willkommen zu Furious Let's Play Limbo Episode 5. So, wir spielen den fünften Teil quasi, weil ich das hier nicht am Stück durchspielen möchte. Das wäre zu langweilig am Stück anzugucken. Wahrscheinlich zu langweilig, ich finde das Spiel sehr geil. Aber halt, mein Gott, wie lange wird das Spiel gehen? Vielleicht 3-4 Stunden oder so. Ist ein kleines Indie-Game. Deswegen, also, kriegen wir schon hin. Wir sind stehen geblieben, nachdem uns wieder so einer dieser Würmchen ein bisschen ferngesteuert hat und uns ein Sägeblatt fast zermatscht hätte. Und sein Sägeblatt auch schon mal zermatscht hat. Wir das Würmchen nicht losgeworden sind, das Ganze nochmal machen mussten und jetzt sind wir auf dem Weg zurück. Was wir schon gelernt haben, ist, dass das Ding hier kippt. Und je weiter ich nach hinten gehe, aber pass mal auf. So. Und wieder zurück. Schaukeln. Ja, okay, das kann funktionieren. Weil ich komme da so nicht rüber. Also ich muss schon viel. Okay, beim nächsten Mal muss es gehen, glaube ich. Ja, das kann. Na, das wird noch zu knapp. Ja. Nochmal. Ja, okay, aber wie weit? Ja, das schaffe ich noch nicht. Jetzt schaffe ich es. Komm schon, komm schon, komm schon. Yay! Super, oder? Hey, das ist doch geil. So, und hier kann ich irgendwie hebeln? Hopp. Ja, sehr gut. Super. Hey. So läuft das. Ich muss mich mal versuchen zu erinnern. Das war... Ja, genau. Ich hatte hier so ein paar Schalter. Jetzt war so oft. Wir müssen hier doch hochkommen. Ja, der Sound. Okay. Ich stehe eigentlich auf dem Boden. Und dem Ding ist auch wieder ein Hebel dran. Und jetzt? Jetzt weiter. Okay. Das kippelt auch. Aber nur bis hierhin. Wie weit kippelst du? Bis hierhin, okay. Ja, wir gucken mal. Mal schauen, was uns erwartet. Noch macht's ja keinen Sinn. Dieses Spiel hat so die Angewohnheit, dass bei Hebeln irgendwas mit Wasser passiert. Ein Seil. Ein Seil. Nimm mich mit. Hallo? Nimm mich mit? Boah. Mit Schwung? Nee. Okay. Wir brauchen etwas. Kommt immer wieder runter. Ich guck mal, das wuppelt so ein bisschen. Okay. Also ich kann das dann da. Aha. Eine Kiste. Aber ich kann hier nochmal hoch, ne? Da war ich doch vor ein Böhmchen. So. Gehe ich mal nochmal hier lang. Weil vielleicht konnte ich als Würmchen irgendwie, also mit Würmchen im Kopf, irgendetwas nicht machen. Sowas wie eine Kugel holen oder so. Okay, hier ist kein Würmchen mehr dran. Ne, hier komme ich nur noch bis zu dem Punkt zurück, wo ich runtergefahren bin. Da oben kann ich auch nicht hin. Ne, das ist. War Blödsinn. Entschuldigung, ist aber blöd, wenn man so unnötige Wartezeit hat beim Zugucken. Ich kenne das von anderen Let's Plays. Wenn dann der Let's Player. Manchmal denkt man sich so, oh, was macht denn der jetzt? Oh nee, nicht sein Ernst, oder? Sowas halt, ne? Kennt ihr auch. Kennen wir alle. Dann so Zeitraub beim Gucken. Man hat ja eh eigentlich meistens nicht immer
den ganzen Tag Zeit, YouTube-Videos zu gucken. Manche haben das vielleicht, aber ich nicht. Und dann will ich gerne, komm zu Potte, ne? Hier mach. Aber also nicht so in dem Ton natürlich nicht, ne? So bin ich nicht. Aber. Warte mal. Nee, okay. Und jetzt? Ja, hallo? Ah, okay, vielleicht. Nee, es geht nicht, ne? Warte mal. Wenn ich jetzt. Der rutscht ja auch so ein bisschen. Zack, 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 schnell, schnell, schnell. Und. Nee. Aber ich brauche die Kiste, um auf das Seil zu kommen. Jetzt. Warte mal, wir hatten doch hier diesen. Und jetzt? Kann ich dann jetzt hier so und dann die Kiste? Nee, bringt auch nichts, ne? Ah, warte mal. Das ist hier noch zu kurz. Ich brauche mehr Kette. Die Kette bekomme ich, wenn ich ihn runterlasse. Und dabei greife ich. Ja, genau. Okay. Na. Alles kein Problem. Okay? Ja, schönes Rätsel. Ich mag sowas. Ist schön geworden. War ein gutes Rätsel. So, und jetzt? Bring mich nach oben. Hallo? Ich würde gern. Okay, dann nicht. Ich muss wieder nach oben fahren. Das ist jetzt wieder so ein. Ach komm schon. Ah, okay. Warte. Was? Oh, nee. Komm. Warte mal, das ist ein Fehler noch nicht einmal. So, komm wieder runter. Komm. Ach ja. So, das. Zack, und zack. Ja, so läuft das. Seile halt, ne? Seile. Seile können mich nur einmal. Pass mal auf, aber ich kann jetzt da nach rechts rüber. Ich könnte aber auch nach links schwingen, oder? Aber nach links reicht's nicht. Nee. Ja, also man muss immer so abgucken. Irgendwo müssen ja Achievements her oder so. Also irgendwo muss ja. Kreissiege. Vorher hatten wir auch sowas. Das Ding fällt relativ langsam. Ich muss die erste Kiste runterbekommen, um die. Aber eine Kiste reicht doch nicht zum Hochspringen. Eine Kiste reicht doch nie mit Schwung. Gucken wir mal. Wie viel Höhe kriege ich mit Schwung springen? So. Genau die gleiche wie normal springen. Okay. Bringt also nichts. Das heißt, ich brauche zwei Kisten. Wo komme ich auf die zweite Kiste hoch? Jetzt pass mal auf. Ich muss also zuerst die linke runterziehen, damit ich die unter die rechte schieben kann. Damit die rechte auf die linke drauf fällt. Das Sägeblatt wird natürlich schon irgendwann loslaufen. Wahrscheinlich gleich. Das heißt, ich muss zuerst dich auslösen. So. Dann dich. Dann schnell sein, sonst zerquetscht sie mich. Dann schieben wir. Na. Hey, komm schon. Und. Yeah. Okay. Hey, war das gut, oder? War das gut? Okay. Kann so weitergehen. Da war was. Will ich das wissen?
denn hier? Was ist das denn? Das war jetzt gerade irgendein Achievement allein unter dem Gliederfüßler. Schön hier. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber ist schön hier. Okay. Ist wieder zurück. Ich spring mal zwischen, weil freut mich auch. Ich sehe gar nichts, ne? Ich sehe ja gar nichts. Schade, ich hätte es gern gesehen. Also ich hätte gern gesehen, was da unten. Boah, die Leute sieht auch nicht vertrauensvoll aus, ne? Also ich hätte es gern gesehen, wo es da hingeht, ne? Also. Aber er hat irgendwas gesagt, unter dem Gliederfüßler. Okay. Brauche ich den? Hä? Nee. Hier ist auch nichts mehr. Bist du der Gliederfüßler? Ich brauche dich mal, komm mal mit. So. Hallo? Okay. So. Man steht irgendwie an irgendwelchen Dingen rum. Yes. Okay. Nicht machbar, oder? Wenn ich mich hier so reinstelle und. Warten wir doch mal ein bisschen. Manchmal ist. Oh. Ich muss aufhören. Ich weiß schon nicht. Ich habe hier nur so einen kleinen Bereich. So, bis hier. Bis da. Bis hier. So. Entschuldigung. So, hilft nichts. Machen wir. Jetzt pass mal auf. Der geht dahin, wenn ich weggehe. Frisst ein bisschen. Läuft aber weg, wenn ich zu nah rangehe. Das heißt, wenn ich zu schnell rangehe, vielleicht. Alle Tiere schrecken, wenn man zu schnell hingeht. So. Jetzt schleiche ich mich mal an und dem. Jetzt finden wir erstmal den Punkt raus, wann der abdampft. Vielleicht dampft er jetzt gar nicht ab. Wenn ich langsam genug bin. Wo passiert's? Okay, das war aber schon. Okay, das war richtig. Er hat sogar danach gegriffen. Alles klar, sobald ich in dem Fleischhaufen einigermaßen drin stehe, muss ich mich beeilen. Der darf schon gar nicht zittern anfangen oder so. Das heißt, bis hier. Okay. Okay. Zu schnell ran, wie war es das schon? Das heißt, solange ich im Wasser bin, bin ich unauffällig. Ja, auch schon im Wasser. Okay, alles klar. Okay, das wird ein bisschen dauern. Kleinen Moment. Ich muss mich da ranpirschen. So, bis hier ungefähr, ne? So, ganz langsam. Ganz. Oh, zu schnell. So, ich stehe gleich im Fleisch. Und los! Ja! Okay, komme ich irgendwie zur Leiter rüber? Nee. Was macht der jetzt? Ich kann nicht los. Hallo. Lass mal. Oh nee. Danke. Oh nee, zuck nicht auch noch. Komm. Das ist mies, ne? Bei der Spinne, ihr erinnert euch, da war es einfach nur eklig. Aber das ist jetzt mies, ne? Der wollte nur essen. Ich habe ihn gezwungen, mir zu helfen. Oh, ich kriege da echt beim Moralischen bei sowas. Das ist. Gefällt euch sowas? Also. Okay, es ist nur ein Spiel, so nach dem Motto. Oder. Mich nimmt das Spiel so ein bisschen mit. Also, ich mag das Spiel. Jetzt gehen wir mal weiter. Aber sowas ist. Was ist das da oben? Ein Fließband? Brauche ich das jetzt gerade? Sowas ist schon. Das zieht mich so ein bisschen an die. Ist das ein Schalter? Ja, okay. Alles klar. Sowas zieht mich ein bisschen an die Substanz so ein bisschen. Weil ich denke mir, wenn das jetzt ein böses Viech gewesen wäre, das mich attackiert hätte, hätte ich gedacht, naja, du hast es nie anders verdient, du bist halt böse, dann musst du halt auch ein bisschen leiden. Aber. Okay, das wird jetzt.
Ich habe hier eine Kiste. Aber das ist halt... Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Okay. Ich komme da auch nicht hoch. Was ist das hier? Die Kiste? Was ist mit der hier? Kann ich die? Die brauche ich wahrscheinlich. Für was brauche ich dich? Also da kann ich die nicht vorbeischieben, weil das Ding ist ein Podest oder irgend so ein Scheiß. Braucht die auf jeden Fall zum da hochklettern, okay. Mal ein bisschen so. Zack. Ah. Oh. Entschuldigung. So, jetzt. Okay. Rechts geht's nicht weiter, links geht's weiter. Schalter. Das ist schon geil, also das ist ein bisschen unscharf, das habe ich jetzt nicht so erkannt. Was mache ich damit? Okay. Kann man schieben. Aber nur bis hier. Okay, das heißt, ich muss da rüber, das heißt, du musst da einmal rüberklettern. Und schon. Ich nehme dich mal mit. Nehme ich auch mal mit, aber in die andere Richtung. Und jetzt? Was passiert jetzt? Ist das ein... Okay, kann man schalten. Ah, okay. Auf den Reifen. Den nehme ich mit. Okay, ich sehe mein Problem. Moment. Wieder von vorne ist. Also, ich kriege einen Reifen. Der fährt da unten entlang, den muss ich da lang transportieren. Das heißt, wenn ich ihn so mitnehme, muss ich beim Mitnehmen einmal schnell rüber. Und das wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber wir gucken mal. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht klappt es ja. Also, wir ziehen, ziehen, ziehen. Zack. Wir schalten ein. Und das ist hart. Vielleicht kann ich dem so ein bisschen Schwung mitgeben. Und während ich ihm Schwung mitgebe, muss ich natürlich timen. So. Oh, oh, zu viel. Okay. Eingesehen, alles klar. Zu viel ist auch nicht gut. Nochmal einen Reifen, bitte. Einen Reifen, bitte. Zur Kasse 8, einen Reifen, bitte. So, jetzt komm, jetzt komm. Jetzt gebe ich dir viel Schwung. Spring rüber. Nimm den. Okay, entweder schon. Ah! Ach nee, warte mal. Ich muss ja nicht so. Das reicht ja. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Jetzt pass auf. Zack, 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 zack. Lauf, 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 lauf. Spring, spring. Rüber, rüber, rüber. Greif ihn dir. Ja, so klappt's. Okay. Okay, okay. Jetzt sind wir safe. Jetzt sind wir safe. Oh, oh, der ist schnell, 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 der ist schnell. Zack, andere. Und hey. Gut. Okay, hat nichts ausgelöst. Kommt er mit uns? Whee! Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt klicke ich hier rüber. Wo ist der Reifen? Reifen? Reifen! Ah, okay, nee, da kann er ja nicht durch, weil ja. So. Jetzt haben wir uns den Reifen. Hier sieht man ein Problem. Ich kletter jetzt drüber. Ah, der kommt nochmal. Warum kommt der nochmal? Ah, diese. Wir geben den jetzt mal sau viel Schwung. Geben wir den mit. Zack, 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 zack. Oh, der holt uns einen, holt uns einen. Stopp. Rüber, rüber, schnell rein. Dann einmal hoch. Zack. Klettern, 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 klettern. Rüber, rüber, rüber. Jetzt kommt der nochmal. Yeah, baby. Und rüber. Wahnsinn. Was ist denn das für ein Spiel, ey? Ist das der Wahnsinn, oder? Ist das der Wahnsinn? Jetzt komme ich hier hoch. Kann ich Hebel tätigen. Was kann ich den Hebel tätigen?
betätigen, wollte ich sagen. Okay, was passiert jetzt? Ah. Okay, jetzt wird's interessant. Ich gehe mal über hier hoch. Hier habe ich eine Kiste. Was ist die da zum Hochklettern? Gucken wir mal. Da unten bin ich jetzt bestimmt Matsche oder so, wenn ich drauf geblieben wäre. Nee, bin ich nicht. Nehme ich die Kiste mal mit? Nehme die Kiste mal mit. Die dürfte nicht kaputt gehen, oder? Na komm, kannst du da runter? So. Gehen wir mal mit der Kiste mit runter. Yay! Aua! Wer kann ja kein Mensch ahnen. Ernsthaft? Das kann ja kein Mensch ahnen. Würde euch so eine Kiste das Genick brechen? Ja, oder? Zack. Also, ey, probiert das bitte nicht aus. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Okay, bevor mich die jetzt wieder matscht, gehe ich mal so mit. Okay, das hat funktioniert. So. Und was jetzt mit der Kiste als nächstes passiert, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis hierhin, danke wieder fürs Zugucken. Furious Let's Play Limbo. Episode 5 ist damit zu Ende. Wir sehen uns in Episode 6 wieder, wenn wir Kisten schubsen. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.